Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog. Mir geht's schon wieder deutlich besser. Ich würde nicht sagen 100%, aber so um die 95-90%. Ich bin also wieder bereit, richtig zu trainieren. Die erste Einheit steht auf dem Programm. Push natürlich. Ich habe jetzt 6 Tage nicht trainieren können. Das heißt, ich werde auf jeden Fall ein bisschen leichter einsteigen und mich versuchen, nicht abzuschießen. Das ist das Ziel. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich habe jetzt auf jeden Fall Drang, Gas zu geben. Und ja, mal schauen, ob mir das heute gelingt. Mal schauen, wie schwach ich bin. Ich hatte, glaube ich, im Tiefstand -4 Kilo. Krass, oder? Mhm. -4 Kilo, Freunde. Aber es ist natürlich nur viel Mageninhalt gewesen. Und ja, viel Glykogenspeicher, Wasser natürlich, ne? Das kam alles rausgeschossen, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. So, erster Satz. Mal schauen, wie sich das Ganze so fühlt. Also, Stange hat sich auf jeden Fall angefühlt wie die Stange. Keine Anomalie. Ui, das fühlt sich auf jeden Fall schwer. Eingegangen oder warum knall ich dagegen? Und schön, dass du Masse verloren. Ja, bin nicht mehr so tief, ne? Der Gürtel passt aber wie angegossen, Freunde. Da brauchen wir keinen Minicut mehr machen, ne? Willkommen zum Trainings-Voice-Over. Von meiner Wiedereinstiegswoche auf dem Plan standen 120 Kilo, 3 Sätze, 6 Wiederholungen pausiert auf der Brust. Im Endeffekt habe ich jetzt nach den trainingsfreien Tagen, sage ich mal, einfach wieder mit der ersten Woche des Programmings aus dem Trainingspedia Pro begonnen, also im Endeffekt mit der Intro-Week. Das Problem war aber einfach, dass ich natürlich den Deload vorher nicht hatte. Also ich hatte nicht diese leichte Trainingswoche, die eigentlich noch davor kommt, und dementsprechend war der Muskelkater doch etwas zu hoch. Also von der Skala von 1 bis 10 hätte ich gesagt, war es einfach ein Punkt noch zu schwer. Aber genau das kann ich mir jetzt merken. Jedes Mal, wenn ich jetzt länger ausfallen sollte, werde ich natürlich ein bisschen leichter einsteigen. Und genau das würde ich dir auch empfehlen. Also immer, wenn du solche Anomalien feststellst, schreib es dir auf, mach dir eine Notiz in deinem Handy und dann weißt du ganz genau beim nächsten Mal, wenn es wieder passiert, dass du so und so schwer einsteigen solltest. Was geht, Digga? Nichts Besonderes. Nee? Außer ich mache hier ein bisschen Anti-Grobmotorik-Training. Hast du es gesehen? Nee, nochmal. Nochmal. Awesome. Deine rechte Schulter ist ein bisschen. Ich weiß. Okay. Wenn ich unbewusst. Und ich muss dann immer den hier machen. Ja, der ist immer noch ein bisschen hoch. Immer noch? Ein bisschen runterdrücken. Jetzt? Ja, schon besser. So, Leni, erzähl mal, was läuft bei dir so? Wie läuft das Training? Läuft sehr gut, würde ich sagen. Du machst ja jetzt auch das Trainingspedia Pro Programming für die Damen. Seit einem Zyklus jetzt, also ich bin Woche 4. Woche 4 schon, und? Mhm. Ist gut anstrengend, ich komme nicht so ganz hinterher, muss erstmal 2 Tage Pause einlegen, weil ich so Muskelkater hatte. Aber an sich ist es schon echt gut, also ich kann mich echt mega gut steigern, schaffe aber alles so wie im Plan. Sehr cool. Und bin gespannt auf den nächsten Zyklus. Wie gefällt es dir, so nach einem strikten Plan zu trainieren mit festen viel Gewichten? Besser, ja? Viel besser, ja, aber es ist schon echt anstrengend. Ja. Kannst halt nicht faken, ne? Wenn da drauf steht, dass du so und so viel drücken musst oder heben musst oder erbeugen musst, dann solltest du es halt auch machen. Ja, ne? Meistens schafft man es aber auch, wenn man es halt richtig ausgerechnet hat. Man kann dann aber nicht irgendwie rumeiern. Rumeiern, nee, das kann man wirklich nicht. Man muss es dann schon durchziehen. Ja, steht schwarz auf weiß, ne? Mhm. Wieder zurück zum Trainings-Voiceover. Die erste Übung hat sich schon mal verdammt schwer angefühlt, aber kein Wunder, ich habe echt viel an Gewicht verloren, wahrscheinlich auch noch Glykogen verloren. Mein Elektrolythaushalt war zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch noch nicht 100%, hat sich darin manifestiert, dass ich hier und da mal einen kleinen Krampf hatte oder beziehungsweise es hat sich angebahnt, das war nicht ein ganzer Krampf, aber ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel die Waden anspannt und seid ein bisschen dehydriert, dann denkt man so, oh, jetzt gleich Krampf da. Aber ja, ansonsten kann ich, glaube ich, recht zufrieden sein, die zweite Übung an dem Tag. Das waren die Kniebeugen, die ich immer mal wieder jetzt drin hatte und nicht drin hatte. Ich versuche bei der Übung wirklich maximal aus dem Oberschenkelmuskel zu arbeiten.
versuche mich wirklich 100% darauf zu konzentrieren, weil ich möchte eben primär mit der Übung meine Oberschenkelmuskelmasse halten. Ich will jetzt nicht großartig aufbauen, deswegen kann man, glaube ich, ein bisschen mit Mind Muscle Connection und Co. arbeiten, damit das Gewicht eben nicht so hoch wird, denn jedes Mal, wenn ich richtig stark werde in der Beuge, schießt mich das einfach aus dem Leben und das ist nicht für mich zielführend. Ich möchte ein bisschen mehr Oberschenkelmuskel, okay, wer will das vielleicht nicht, aber die können auch so bleiben, solange sie nicht kleiner werden. Wettkampftechnisch sind es eher die Muskeln, die rausstechen. Und deswegen will ich lieber meine Regenerationskapazitäten in andere Übungen stecken. Und da wir leider keine gute Kniebeugemaschine haben, keine Hackenschmidt haben, muss ich mit anderen Dingen auskommen. Und die Safety Bar Squats waren zwar richtig gut, nur aufgrund der Gebogenheit der Stange wird man unten extrem weit nach vorne gedrückt, was gut für den Oberschenkelmuskel ist, aber nicht besonders gut für die Knie. Wenn man da auch noch recht viel Gewicht verwendet, dann geht das schon richtig hart rein. Also man müsste schon eine Zeit lang wahrscheinlich einfach recht leicht trainieren, damit die Gelenke da hinterherkommen und sich peu à peu steigern. Deswegen bin ich ein bisschen alternativlos. Ich möchte natürlich schwer trainieren und gleichzeitig den Oberschenkelmuskel hart treffen und gleichzeitig meine systematische Belastung niedrig halten. Vielleicht mache ich ja Multipressen, Kniebeugen. Mal schauen. Ihr werdet natürlich up to date gehalten werden. Und die nächste Übung, das war Schrägbankdrücken in der Multipresse. Ich hatte jetzt auch 2 Mesozyklen Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln im Plan. Und ich werde nicht so 100% warm mit dieser Übung. Ich weiß nicht warum. Es ist wahrscheinlich die Koordinationskomponente. Ich bin nach dem Bankdrücken einfach erschöpft. Meine Brust ist erschöpft. Meine Konzentration ist nicht mehr auf 100%. Wenn ich dann auch noch zum Beispiel die Kniebeuge mal vorschiebe, wie an dem Tag, dann fällt es mir doch schwer, mich 100% auf meine Brustmuskulatur zu konzentrieren, wenn ich da irgendwie 40 Kilo oder was Kurzhanteln habe und super Incline mache. Wenn ich aber hier an der Multipresse das mache, dann fällt es mir doch deutlich leichter, meine Schulterblätter hinten zu lassen und mehr aus der Brust zu arbeiten. Aber man hat hier natürlich nicht die optimale Druckkurve. Ja, das ist das Problem. Also am liebsten hätte ich natürlich eine gute Schrägbankmaschine, haben wir aber nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich ab jetzt wieder Multipressen super Incline sein. Und ja, der einzige Nachteil ist, wir haben nur eine Multipresse dort. Die ist schon sehr beliebt, Freunde. Und Kurzhantel Schrägbankdrücken ging halt immer. Die letzte Brustübung an dem Tag, das waren die Flies von unten nach oben. Ich habe das Gefühl, dass ich sie immer besser spüre. Ich hatte sie jetzt eine Zeit lang nicht mit drin, habe sie jetzt aber seit bestimmt einem halben Jahr wieder drin und ich habe das Gefühl, dass die Ansteuerung immer und immer und immer und immer und immer besser wird. Checkt unbedingt mein Fly-Tutorial dazu ab, wenn ihr Probleme habt, bei der Übung eure Brustmuskulatur zu spüren und zu aktivieren. Und ansonsten, wenn du dein Trainingswissen auf das nächste Level bringen willst und fertige Trainings-Mesozyklen haben möchtest, also durchgeplante 5-wöchige Trainingsblöcke mit allen Einheiten, die anhand von deinen Daten ausgerechnet werden, dann hol dir unbedingt das Trainingspedia-Bundle mit 25% Rabatt. Du musst nichts tun, der Rabatt ist schon im Shop hinterlegt und dann hast du die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis. Wir treffen uns jetzt mit André und zwar gibt es Neuigkeiten bezüglich des Gyms. Aber mehr dazu dann später. Oh, gerade hat die Kamera den Geist aufgegeben, Freunde. Stabile 4.500 Euro kostet dieses Kit. Danke, Sony. Also geht's jetzt hier oldschool weiter, Digga? Ja. Wir haben gute Neuigkeiten, oder? Wir haben gute Neuigkeiten. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Händler kontaktiert, der ab und zu Geräte herstellt. Ach so, yeah. Und da haben wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ich will noch nichts verraten. Okay. Aber ich kann nur mal so sagen, wir sind auf jeden Fall auf der Suche akribisch nach einer Location. Ja. Also wenn ihr irgendwas in Köln habt für uns, ne, zufällig. 1000 Quadratmeter oder 1000 wäre ja, nice. Ja, so um den Dreh, 1,4, 1,3, 1000. Ja. Mal schauen. Wir sind da ein bisschen flexibel, Freunde. Schreibt mich an und mal schauen, ob wir dann direkt was fixen können. Und das ist übrigens ernst gemeint, ne? Also wenn ihr echt was habt, dann schreiben. Melden. Per Mail am besten. Ja. Instagram ist immer schwierig. Wenn ihr irgendwie Makler seid oder so, ja, euch damit gut auskennt. Sepp braucht eine fette Bude. Genau, in Köln am liebsten, ne? Ehrenfeld oder so, ja, in der Nähe. Poolheim, aber Löwenich, ja, Wittersdorf, irgendwo die Ecke. Jupp, sehr, sehr gut. Alright. War hoffentlich nicht falsch. Act like we don't care, but we know we feel the same. Told you last week, now I thought this game was over, but now you can't remember, can we say it when we're sober? No. Das ist übrigens unsere neue Hauspalme, habe ich ausgesucht. Ist eine Draconia Massagenta oder irgendwie so ähnlich.
von Ikea. Keine Werbung. Sieht aber nice aus. Immer noch 2 Kilo leichter als vor der Vergiftung. Und das heißt, in den nächsten Tagen muss ich erstmal wieder schauen, dass ich schön volle Glykogenspeicher habe und die paar Gramm, die ich verloren habe, die 2 oder was, die muss ich wieder zurückbekommen. Wenn ihr mal krank werden solltet, dann macht euch keine Gedanken. Die paar Gramm Muskeln, die ihr verliert, die bekommt ihr ruckzuck wieder zurück. Und ja, je nachdem, was man hat, verliert man auch ein bisschen Muskeln. Wenn man seine Kalorien zum Beispiel nicht abdecken kann und vor allem nicht genügend essentielle Aminosäuren reinbekommt, dann kann das schneller gehen, als der ein oder andere glaubt. Also viele sagen ja irgendwie 2 Wochen ohne Krafttraining und man kann immer noch die Masse halten. Das gilt natürlich nur, wenn man seine Kalorienbilanz auch wirklich mindestens ausgleicht. Und jeder, der so eine Studie zitiert, der muss auch das Studiendesign natürlich berücksichtigen. Wenn du im Defizit bist, sieht das ein bisschen anders aus. Wenn der Körper eben essentielle Aminosäuren braucht, dann ist es ihm auch recht egal, ob er dafür ein paar Muskeln opfern muss. Er wird sie auf jeden Fall bekommen, so oder so. Und wenn du sie eben nicht über die Ernährung reinbekommst, dann bedient er sich ein bisschen dran. Aber wie gesagt, ein paar Tage, das macht eigentlich den Braten gar nicht fett. Besonders, wenn du wirklich essen kannst. Wenn du essen kannst, dann mach dir erst recht keine Gedanken, denn bei mir war das zum Beispiel so, ich habe die letzte Einheit am Samstag, glaube ich, oder am Sonntag gemacht, keine Ahnung, oder auch am Montag, egal, und eine Woche später habe ich mit meiner ersten Einheit angefangen. Das heißt, im Endeffekt habe ich jeden Muskel alle 7 Tage trainiert, obwohl ich eine Woche lang nicht trainiert habe. Also viele Bros trainieren jeden Muskel einmal die Woche. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil von High-Frequency-Training. Wenn man mal ausfallen sollte, dann ja, hat man immer noch die Trainingsfrequenz von anderen Leuten, die das auch machen, wenn sie gesund sind. Also das ist auch nochmal ein ganz großer Vorteil. Aber ich war die letzten 5 Jahre nicht länger als 3 Tage weg vom Gym. Selbst im Urlaub habe ich immer geschaut, dass ich einfach ein geiles Gym finde, weil für mich ist es einfach Lebensqualität. Mir macht es saumäßig Spaß, das ist so mein Lieblingshobby. Und dementsprechend habe ich natürlich geguckt, dass ich überall immer gut trainieren kann. Und ich war eigentlich nie krank in den letzten 5 Jahren, also habe ich nie länger als 3 Tage Pause gemacht. Yep. Jetzt schon. Jede, sage ich mal, Siegessträhne hat sein Ende und ja, wahrscheinlich hatte ich jetzt eine heftige Lebensmittelvergiftung. Ich wurde also nicht mal wirklich krank. Schon so ein bisschen halt. Also, wie gesagt, Lebensmittelvergiftung zählt, glaube ich, auch dazu. Nun ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wir planen, beziehungsweise ich plane aktuell das Gym wirklich jeden Tag ein bisschen. Natürlich kann ich jetzt nicht schneller suchen, als jetzt irgendwie Hallen verfügbar sind. Ne? Da muss ich auch gucken, dass ich eine richtig gute Location habe. Und wenn es was Neues gibt, dann seid ihr die Ersten, die es natürlich erfahren werdet. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich bin jetzt out. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.